Professor Thalhein. Nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz, bitteschön. Richter, ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen. Diese Röntgenbilder. Vor 3 Jahren wurde meine Schwester schon von meinem Schwager Gewalt angetan. Und zwar hier habe ich Röntgenbilder mit einer gebrochenen Nase und die Entlassungspapiere vom Krankenhaus, die das belegen. Sag mal, spinnst du, einfach Sachen aus meiner Wohnung zu holen? Ich mein's doch nur gut, Jasmin. Ja, aber jetzt Moment mal. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, haben Sie diese medizinischen Unterlagen ohne Einverständnis Ihrer Schwester aus deren Wohnung geholt und legen sie mir jetzt einfach so vor. Ja, aber das war ja wichtig. Was ist denn heute los? Entschuldigung. Erst die eine Geschichte, jetzt dasselbe in grün. Passen Sie mal auf, Sie können doch nicht einfach aus der Wohnung Ihrer Schwester Krankenunterlagen holen, ohne deren Einverständnis, und die hier publik machen wollen. Ja, mal abgesehen davon, nach dem, was Sie selbst sagen, hat das ja gar nichts mit dem heutigen Verfahren zu tun. Also entweder das packen Sie sofort wieder ein und bringen es zurück, oder geben am besten gleich wieder Ihrer Schwester. Ja? Ach, ich bitte Sie, ich hatte einfach nur Angst, dass sie die Anzeige wieder zurücknimmt. Schließlich hat sie vor 3 Jahren das auch nicht gemacht. Und ich wollte einfach nur, dass sie dabei bleibt und das durchzieht. Also Ihre Sorge in Ehren, aber jetzt lassen Sie das mal, packen Sie es bitte schön weg und dann setzen Sie sich dahin. Es geht ja heute schließlich um Vorfall vom 11. Dezember 2008 und umsonst gar nichts erstmal. Ja? So, also. Ich belehre Sie jetzt, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Nach dem, was Sie hier offensichtlich getan haben, belehre ich Sie außerdem auf einzelne Fragen, müssen Sie nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten, 55 StPO. So, Verena Thalhein, 31 Jahre alt, Sie wohnen in Düsseldorf, Sie sind ledig, Unternehmensberaterin und Sie sind die Schwägerin des Angeklagten. Als Schwägerin können Sie auch das Zeugnis ganz verweigern, müssen dann gar nichts sagen. Wie wollen Sie es denn halten? Ich möchte unbedingt aussagen, weil man muss ihm Einhalt gebieten. Herr Richter, bitte, darf ich was sagen? Ja, Jens, was? Ich weiß, ich bin oftmals ein bisschen grobklotzig und schusselig und vielleicht nicht ganz so fein, wie meine Frau mich gern hätte. Ja, das weiß ich. Und ich kann mit ihr und allen aus ihrer Familie nicht so wirklich mithalten. Aber eins können Sie mir wirklich glauben, ich habe meine Frau niemals geschlagen. Uwe, bitte, du weißt doch, dass ich dich geheiratet habe. Jetzt lass dich doch nicht wieder um den Finger wickeln. Du weißt, die letzten Wochen hattest du kaum Kraft, weil er dir nicht geholfen hat. Und das Einzige, was er kann, ist zuschlagen. Wenn ich nicht zufällig vorbeigekommen wäre neulich, wo er dir die Hand zertrümmert hat, dann wärst du Stunden in der Wohnung gewesen und du hättest Schmerzen gehabt und ich habe dich ins Krankenhaus bringen können. Gut. Also insofern... Gut, insofern, nachdem Sie das alles jetzt geklärt haben, jetzt erzählen Sie uns das doch mal genau und konkret, wie Sie da Ihre Schwester an dem Abend des 11. Dezember aufgefunden haben. Ich kann mich noch genau erinnern, das war 20.50 Uhr und ich war beruflich unterwegs und dachte, ich gucke danach bei meiner Schwester vorbei und da brannte auch Licht und ich habe dann geklingelt und ich habe mich dann gewundert, also dass niemand aufmacht und ich habe einen Zweitschlüssel, bin nochmal zum Auto und dann bin ich in die Wohnung rein. Nachdem Sie Ihre Schwester gefunden haben, waren Sie auch dann die Person, die Sie ins Krankenhaus gefahren hat? Ja, und dann konnte ich Sie auch endlich davon überzeugen, dass sie Anzeige erstattet. Uwe hat mich nicht geschlagen, er hat mich nie geschlagen. Das ist ja sehr interessant, Frau Jentsch. Heißt das, Sie nehmen Ihre Falschaussage zurück? Also, er hat mich nie vorher geschlagen und das mit der gebrochenen Nase, das war wirklich nur ein Unfall. Und meine Schwester, die behauptet das nur, weil sie Uwe noch nie ausstehen konnte und meine Eltern mochten ihn auch nie. Das ist, ja, wir wussten halt schon von Anfang an, dass es ein mieser Charakter ist. Uwe hat mich geliebt und er hat mich nicht versucht zu biegen, so wie er mich wollte. Wir hatten gemeinsame Träume. Wir wollten nach Neuseeland. Und das hätten wir auch ganz bestimmt gemacht, wenn... Ja, wenn er dir nicht die Finger gebrochen hätte. Sag es ruhig. Komm mal auf den Boden zurück. Ihr wärt nie nach Neuseeland gefahren. Und das Einzige, was ihr gemacht hättet, ihr wärt in Dortmund geblieben. Das ist es. Du hast doch gar keine Ahnung. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie ein Mann wie Uwe einen liebt. Das tue ich immer noch, Jasmin. Du und der Kleine... Ich kann doch gar nicht mehr ohne euch. Lass uns noch mal ganz von vorne anfangen. Sag ihm hier, dass ich dir nichts getan habe. Und wir gehen hier weg. Das kann ich nicht. Warum nicht, Jasmin? Warum? Was heißt denn, Sie können nicht? Frau Jentsch. Ich kann nur das sagen, was ich gesagt habe. Es war so und nicht anders. Noch Fragen an die Frau Thalhein? Keine. Danke. Dann nehmen Sie bitte hinten Platz, Frau Thalhein. Die Zeugin Gabriele Jablonski und die Zeugin Thalhein bleibt unvereidigt. Frau Jablonski, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz.
Zunächst muss ich Sie belehren, als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. Nee, ist klar. Sie heißen Gabriele Jablonski, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Dortmund. Sie sind ledig, Thekenkraft in der Eckkneipe Ihres Vaters. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Es geht. Ich bin sein Ex, ja. Ja. Es geht heute darum, dass dem Angeklagten, also Ihrem Ex, vorgeworfen wird, er soll am Abend des 11. Dezember 2008 seiner Frau mit der Querseite eines Hammers vier Finger zertrümmert haben. Ja, ich weiß. Ich habe mitbekommen, wie die Polizei den Uwe aus unserer Kneipe geholt hat. Ja. Also er war an dem Tatabend bei Ihnen im Lokal. Können Sie noch sagen, wann er da eingetroffen ist? Es muss so gegen 9 gewesen sein. Wie war er denn so drauf? Wie hat er sich verhalten? Irgendwas Besonderes an ihm aufgefallen? Der Uwe hat geholfen wie ein Schlosshund. Ich bin dann auch gleich mit ihm ins Hinterzimmer. Sowas muss ja nicht jeder mitbekommen. Und? Was haben Sie besprochen? Hat er Ihnen da im Hinterzimmer erzählt, dass er seine Frau brutal geschlagen hat mit dem Hammer auf die Hand? Der Uwe war das doch gar nicht. Er hat nur gemeint, dass die Jasmin sich von ihm scheiden lassen will. Hat er sonst noch irgendwas darüber erzählt, was sich da an dem Abend zwischen seiner Frau und ihm abgespielt hat? Naja, er hat gemeint, die Jasmin hat ihn an den Kopf geknallt, dass sie es nicht mehr mit ihm aushält, weil er sie nicht versteht und lauter solche Sachen. Naja, der Uwe war völlig aufgelöst. Ich meine, ist ja auch kein Wunder. Was soll jetzt aus dem Kleinen werden? Bei der Mutter, da hat er gar nicht mehr auf zu plären. Na, kleiner Max, was ist denn los mit dir? Irgendwas stimmt da nicht. Hast du heute gar nicht auf, dich zu beschweren? Hm? Komm, wir gehen, komm. Also, dass der kleine Max viel weint, das habe ich jetzt aufgrund Ihrer ausführlichen Schilderung schon verstanden. Aber darum geht es ja eigentlich nicht in erster Linie. Frau Blonski, mich interessiert vielmehr der Angeklagte an dem Abend. Hä? Hat er sich da insgesamt anders verhalten als sonst? Sie kennen ihn ja auch recht gut, oder? Naja, also wenn Sie jetzt diese 6 Herrengedecke meinen, die er darunter gezischt hat, also ist immer ein Kölsch zusammen mit einem Korn, dann ja. Weil der Uwe trinkt ja eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Naja, an dem Abend hat er schon getrunken. Aber wenn Sie jetzt meinen, ob er irgendwie sowas Killermäßiges oder so an sich hatte. Nee, auf keinen Fall. Der Uwe kann ja keiner Fliege was zuleide tun. Na gut, Fakt ist, seine Frau wurde schwer verletzt. Und Fakt ist, dass alle Indizien dafür sprechen, dass der Angeklagte die Tat verübt hat. Ja, aber das ist doch lächerlich. Ja, so lächerlich, glaube ich, ist es gar nicht mal. Wenn man überlegt, als dann die Festnahme bei Ihnen stattfinden sollte, hat er versucht zu fliehen. Das setze ich mit einem Geständnis gleich. Na ja, klar, weil die Polizei hat ihn ja auch total überrumpelt. Überrumpelt? Was heißt überrumpelt? Na, versetzen Sie sich doch mal in seine Lage, der arme Uwe. Seine Frau wirft ihm all diese Sachen an den Kopf, will sich zu mir nichts, sie nichts von ihm scheiden lassen, ja? Und dann, als er die Wohnung verlassen hat, war sie noch putzmunter. Dann kommt er in die Kneipe, trinkt, will sich beruhigen und auf einmal kommt die Polizei da rein und wirft ihm vor, er hat dir die Finger gebrochen. Ja. Na, natürlich ist er da abgehauen. Ja. So hat er doch jeder gehandelt und das auch noch im Sofa, ist doch völlig klar. Also ob jeder so gehandelt hat, bezweifle ich, ja? Aber er wollte sich nicht nur entziehen letztlich der Polizei, dem Zugriff. Nein, er hat ja noch rumkakelt, wie ein Verrückter. Oder? Wenn ich es so salopp mal sagen darf. Also da weiß ich jetzt aber nicht, was Sie damit Dann denken meinen. Sie vielleicht mal nach, was er gebrüllt hat, ne? Über seine Frau. Was hat er gesagt? Die verdammte Hure, hat er gesagt. Die verdammte Hure, die braucht mal eine ordentliche Abreibung. Das hat er noch gebrüllt in dem Zusammenhang, oder? Naja, der war halt sauer. Ist ja auch kein Wunder, so wie die ihn reingelegt hat. Schildern Sie uns doch bitte mal, warum Sie glauben, dass Jasmin Jentsch ihren Mann reingelegt hat. Na, weil sie ihn mit so einem Lackaffen betrügt. Ständig steht er mit seinem Sportwagen vom Haus, immer wenn der Uwe auf Arbeit ist. Habe ich ihm schon 10.000 Mal gesagt, aber mir glaubt ja keiner. Doch, weil du lügst, Gabi, das ist Quatsch, Mensch. Du bist doch froh, dass sich Jasmin von mir getrennt hat. Und du willst doch nur verhindern, dass wir uns wieder versöhnen. Mensch, wie oft habe ich dir schon von diesem Lackaffen mit seinem Sportwagen erzählt? Doch komm, das ist Quatsch. Du bist doch nur eifersüchtig, Mensch, weil das mit uns damals nicht geklappt hat. Ja, und jetzt hoffst du, du hast wieder eine Chance bei mir. Nein. Frau Jablonski, wissen Sie denn, um wen sich bei diesem Sportwagenfahrer handelt? Ja, also damals, als die Polizei mich befragt hat, da habe ich es noch nicht gewusst. Aber mittlerweile weiß ich's. Passen Sie auf. Gestern, da stand er nämlich wieder vor der Tür, als der Uwe auf Arbeit war. Und diesmal habe ich mit meinem Handy ein Foto gemacht. Und das habe ich ausgedruckt, sehen Sie? Ausgedruckt. Also es handelt sich dabei um den Sportwagen. Und den Fahrer des Sportwagens. Ja. Kennt jemand von Ihnen diesen Wagen und den dazugehörigen Fahrer? Nein, kenne ich nicht. Ich meine, das ist ja gestochen scharf. Die Nummer ist exakt erkennbar. Und die Halteanfrage wird da ganz schnell dazu führen, dass wir wissen, wem das Auto gehört, oder? Herr Staatsanwalt. Der Wagen gehört mir. Aha. Sie? Moment, sind Sie nicht der Arzt, der bei der Geburt unseres Sohnes dabei war? Dankeschön. Also doch, Jasmin. Deshalb willst du nichts mehr wissen, seit Max auf der Welt ist. Und ich Volltrottel merke überhaupt nichts.
Jetzt wissen wir auch, für wen und weswegen Sie Ihren Mann hier falsch belasten und ihn hier einer gefährlichen Körperverletzung bezichtigen. Ich frage mich nur eines, Frau Jentsch. Haben Sie das mit dem Bruch Ihrer Finger selber gemacht oder hat das, wie heißt der Herr gleich? Entschuldigung. Dr. Andreas Reichert. Oder hat das Dr. Andreas Reichert gemacht? Bitte. Ich denke, das können wir jetzt direkt klären. Wenn keine Fragen mehr an die Frau Jablonski sind, Frau Jablonski, dann sind Sie entlassen. Es wäre schön, wenn Sie mir das da lassen würden. Unvereidigt entlassen. Die Frau Jentsch entlasse ich noch mal nicht. Herr Dr. Reichert, kommen Sie mal bitte nach vorne hier in den Zeugenstuhl. Herr Dr. Reichert, ich vernehme Sie jetzt als Zeugen. Und als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen. Ja, allerdings können Sie auf einzelne Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten könnten. 55 StPO. Kommen wir zu Ihrem Personal. Dr. Andreas Reichert, habe ich das richtig? Ja? Ja. Wie ist denn Ihr Alter und Ihr Familienstand? 40, ledig. Sie wohnen in? In Dortmund. Und vom Beruf Arzt, ist das richtig? Facharzt für Frauenheilkunde. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht, nehme ich mal an. Sie saßen ja schon länger da hinten. Das heißt, Ihnen ist inzwischen auch bewusst, worum es hier geht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, er soll am 11. Dezember seiner Frau 4 Finger zertrümmert haben mit einem Hammer. Hm? Ich weiß, ich habe die Verhandlung verfolgt. Dann frage ich Sie jetzt mal ganz direkt, haben Sie eine Liebesbeziehung zu Jasmin Jentsch? Nein, und ich habe mir auch nicht die Finger gebrochen. Ja, was haben Sie da mit meiner Frau zu schaffen, verdammt noch mal? Was haben Sie bei uns zu Hause gemacht? Das darf ich Ihnen wegen meiner ärztlichen Schweigepflicht nicht sagen. Es sei denn, Frau Jentsch entbindet mich davon. Wie sieht's aus, Frau Jentsch? Jasmin, meinst du nicht, es ist Zeit, dich zu öffnen? Denk doch mal an deinen Sohn. Willst du mich nicht von der Schweigepflicht entbinden? Oder besser, erklär die Sache selbst. Nee, das kann ich nicht. Was können Sie nicht? Ihn von der Schweigepflicht entbinden? Ich kann es einfach nicht erzählen. Ja, wollen Sie ihn wenigstens von der Schweigepflicht entbinden, dass er es erzählt? Ja. Gut, das nehmen wir so zu Protokoll. Herr Dr. Reichert, hängen denn Frau Jentschs Probleme letztlich mit der Gewalttätigkeit Ihres Ehemanns zusammen? Nein, aber es sind schwere Probleme. Und deswegen bin ich auch hier, um ihr seelisch zu helfen. Jasmin, du bist nicht allein. Es gibt Hilfe. Du musst nur den Mut haben, sie anzunehmen. Bitte, Jasmin, sag doch, was ist denn los, Mensch? Du hast doch alles, was du brauchst. Ja, fast alles. Ich meine, ich helfe dir doch, wo ich nur kann, bitte. Jasmin, was ist? Jasmin, hör zu. Ich bin auch gerne bereit, dir im Haushalt zu helfen. Oder den Kleinen mal abzunehmen. Du musst es nur zulassen. Also ich bin ja der Meinung, du solltest den Kleinen zu unseren Eltern bringen. Ja, du halt dich mal da raus, bitte, okay? Jasmin und dem Kleinen geht's bei mir immer noch am besten. Entschuldigung, gab mal. Holt hier. Hallo? Ich verstehe Sie so schlecht. Hallo? Ach. Ja, verstehe. Nein. Schon gut, dass Sie angerufen haben. Ja. Danke, vielen Dank. Frau Jentsch, das war gerade die Kinderbetreuerin von der Zeugenbetreuungsstelle hier am Amtsgericht. Ihr kleiner Sohn, der weint da offensichtlich ununterbrochen und lässt sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Deswegen würde ich ganz gerne an aber der was Stelle soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt bloß tun? Ja, dass Sie nach ihm schauen können. Ach, Gott, noch mal, Dr. Reichert, Sie wissen doch, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht. Frau Jentsch, was denn? Mein Sohn hasst mich! Der Frau Jentsch? Frau Jentsch Senior, darf ich Sie vielleicht gerade mal bitten, dass Sie nach Ihrem Enkel schauen? Die Dame dort ist wirklich überfordert und ich glaube, sie sollte im Moment da bleiben. Ja, natürlich. Also, das Zeugenbetreuungszimmer, das ist jetzt links den Gang runter und dann dort die letzte Tür rechts. Okay, mache ich. Das wäre echt ganz lieb von Ihnen. Wissen Sie, ich liebe Max, ich liebe meinen Sohn. Aber ich kann das einfach nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr. Es ist ein Schreikind. Und es ist mir zu viel für mich alleine. Moment. Was heißt hier Schreikind? Ich meine, Herrgott, jedes Kind schreit doch. Ja, sicher. Aber als Schreikinder bezeichnet man Babys und Kleinkinder, die mehrere Stunden am Tag, und zwar aus noch nicht völlig geklärten Gründen, schreien und sich einfach nicht beruhigen lassen. Dieses Störungsbild trifft auf 5 bis 30% aller Kleinkinder zu. Die Mütter glauben in diesem Fall oft, dass sie versagen. Auch weil das von den Angehörigen oft heruntergespielt wird. Ja, und das ist bei mir auch so gewesen. Ich habe versucht zu reden, ich habe es versucht, meinem Mann zu erklären. Und er hat nur gesagt, dass es am Anfang halt eben schwer ist mit einem Kind. Und meine Schwiegermutter, die hat gedacht, ich bin keine richtige Mutter. Und meine Schwester hat wiederum meinem Mann Vorwürfe gemacht. Und haben Sie sich sehr einsam gefühlt?
Und ist das auch der Grund, warum Sie sich dann irgendwann scheiden lassen wollten? Mir ist das einfach alles zu viel geworden und was sollte ich denn machen? Es war eine Kurzschlussreaktion. Ich habe in den letzten 7 Monaten so wenig geschlafen, nicht mal 3 Stunden am Stück in der Nacht. Und tagsüber hat mein Kind auch gebrüllt. Und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich konnte ihn nicht beruhigen. Ich habe versucht zu reden, aber der Einzige, der mir geholfen hat, das war Herr Dr. Reichert, Andreas. Und genau in dieser Zeit ist er wirklich ein guter Freund für mich geworden. Jasmin hatte einfach irgendwann nicht mehr den Mut, sich mit ihrer Familie zu unterhalten. Vor allem, nachdem sie mehrfach nicht ernst genommen wurde. Jasmin, Liebes, es tut mir so leid. Mensch, ich wusste doch nicht, ich habe so viel gearbeitet und alles. Hör zu, ich mache alles wieder gut, ich verspreche es dir. Jasmin, mir tut's so leid. Ich wusste das nicht. Siehst du, Jasmin, du bist nicht allein. Und in unserer Klinik, dann kannst du auch demnächst eine Therapie beginnen. Dann werden wir dann mit deinem Sohn Einschlafrituale trainieren und ihm einen geordneten und strukturierten Tagesablauf beibringen. Du wirst sehen, du wirst bald ein ganz normales Leben haben. Ja, aber nicht, wenn ich hier unschuldig verurteilt werde. Frau Jentsch, haben Sie sich diese Verletzung selbst zugefügt? Es war ein Unfall. Was genau ist da passiert? An diesem besagten Abend. Mein Mann ist gegangen und ich war so wütend. Ich wollte unbedingt Andreas anrufen. Und ich habe seine Nummer nur in meinem Handy gespeichert. Und der Akku war leer. Und da musste ich zu dem Aufladegerät, das in der Schublade drin war. Aber es war eingeklemmt und hintenrum lag das Kabel. Und ich bin also rein mit meinen Fingern, habe versucht, dieses Kabel rauszuziehen. Und dann bin ich über den Teppich ausgerutscht und die Schublade ist zu. Meine Finger sind genau an diese Kante. Und als Ihre Schwester dann Ihren Mann beschuldigt hat, da sind Sie dann aus Wut auf diesen Zug mit aufgesprungen und haben ihn angezeigt? Ja, dann habe ich auch noch den Hammer an die Wunde gehalten. Es tut mir auch so leid und ich bin da einfach nicht mehr rausgekommen. Ich habe mich da total verstrickt und es ging immer weiter, eine Lüge nach der anderen. Ich habe mich so geschämt. Also Frau Jentsch, bei allem Verständnis, ne? Es gibt überhaupt gar keine Straftaten. Sie haben mit Ihrer falschen Verdächtigung letztlich hier diese Hauptverhandlung überhaupt nur möglich gemacht. Also Ihnen muss klar sein, dass das Konsequenzen haben wird, strafrechtliche Konsequenzen. Ja. Aber gut, damit wird sich dann eine andere Hauptverhandlung zu befassen haben. Aber trotzdem, Sie haben schon recht, natürlich, ich muss an der Stelle Sie mal auch anhören zu der Frage. Es ist durchaus möglich, Ihnen hier die Kosten des ganzen Verfahrens aufzulegen. Wollen Sie dazu was sagen? Kann ich jetzt bitte zu meinem Sohn? Ja, ist klar, dass Ihnen das wichtig ist. Wenn keine Fragen mehr sind, dann bleibt der Herr Dr. Reichert unvereidigt. Auch die Frau Jentsch bleibt unvereidigt. Ja, dann können Sie auch gehen. Natürlich zu Ihrem Kind. Wegbeschreibung habe ich Ihnen ja vorher gegeben. Sie wissen ja, wo es ist. Herr Dr. Reichert, nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Bundeszentralregister, Auszug muss dann nicht verlesen werden, nehme ich mal an. Irgendwelche weiteren Anträge, weitere Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, was wir haben, ein unaufhörlich schreiendes Baby, unaufhörlich sich streitende Eheleute. Was wir nicht haben, eine Straftat. Man könnte also auch sagen, viel Lärm um nichts. Das greift aber zu kurz. Was die Straftat des Anklagten anbelangt, da stimmt es natürlich. Aber was die Probleme, die dem Ganzen zugrunde liegen, dieser Verhandlung zugrunde liegen, da muss man sicherlich viel vielschichtiger rangehen, das Ganze erst begreifen lernen, sich der Sache unbedingt ganz ernsthaft annehmen. Ich beantrage Freispruch. Dankeschön, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ein Akt der Verzweiflung von der Frau Jentsch, ein Schrei der Wahrheit vom kleinen Max und ein Quantum Trost für die Familie meines Mandanten, die hier vielleicht wieder zusammenkommt. Freispruch. Dankeschön, Herr Verteidiger. Herr Jentsch, Sie selbst können auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Danke, Herr Richter. Ohne das heute hier, das wäre mit meiner Frau nie wieder gut geworden. Danke. Ich verkünde das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Uwe Jentsch wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Wir können dann aber direkt den Beschluss. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Anzeigerstatterin Jasmin Jentsch. Quasi nur gute Nachrichten. Erstens, es gibt offensichtlich professionelle Hilfe und sogar freundschaftliche Hilfe jenseits aller Hintergedanken für Ihre Frau. Ja? Ich glaube, in erster Linie geht es gar nicht mal ums Baby, sondern darum, wie Ihre Frau mit dieser ganzen psychischen Situation zurande kommt. Und da glaube ich, dass sie in besten Händen ist. Zweite gute Nachricht, Sie sind natürlich hier freizusprechen. Dritte Nachricht ist eine gute Nachricht für den Staat. Die Kosten des Verfahrens, die kann eigentlich nicht der Staat tragen, sondern Ihre Frau hat das Ganze hier veranlasst. Und deswegen sind ihr die Kosten aufzuerlegen gewesen.
wohl wird so sein. Und das wünsche ich Ihnen jenseits von allem Finanziellen von ganzem Herzen, dass das Ganze dann am Ende doch weiterhin aus einem gemeinsamen Topf letzten Endes zu bezahlen ist. Sprich, in erster Linie geht es um die Anwaltskosten. Ein Schreikind raubt natürlich den letzten Nerv, das ist mir klar. Aber jetzt kommt die vierte gute Nachricht. Das ist in der Regel zeitlich begrenzt. Irgendwann lässt das nach, meistens schon nach 3 bis 6 Monaten. Ihr ist jetzt gerade 7 Monate. Das heißt, das wird über kurz oder lang jetzt irgendwann auch wieder aufhören. Schreien tun alle Kinder durchschnittlich in dem ersten halben Jahr so eine halbe Stunde ungefähr. Aber auch wenn sie eine Stunde schreien, dann ist es eigentlich noch okay. Und dann glaube ich, dass letzten Endes auch ihre Frau letzten Endes sich wieder besser fühlen wird. Ich glaube sowieso, irgendwann werden sie das Ganze rückblickend gar nicht mehr so schlimm, sondern in viel milderen Licht sehen. Schließlich, na, wie soll ich denn das sagen? Am besten vielleicht mit einem wunderbaren französischen Sprichwort. Schließlich sind kleine Kinder, Babys zumal, Engel, deren Flügel schrumpfen, während die Beine wachsen. Wohl ist die Hauptpfanne geschlossen. Jasmin Jentsch wurde wegen falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten mit Bewährung verurteilt. Das Strafverfahren gegen Inge Jentsch wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 400 € eingestellt.